Herzlich willkommen zurück zu einer Let's Play Factorio. Weiterhin mit meiner Wenigkeit Labor. Hallo. Wir sind wieder da. So. Letztes Mal haben wir hier oben uns darum gekümmert, dass hier mehr Eisen ankommt. Da haben wir ja wirklich dieses Band nur dafür gemacht, dass diese Maschinen hier laufen. Wo ich wirklich schon überlegen bin, da vielleicht doch noch die Effizienzmodule reinzumachen hier. Also die orangenen bis vielleicht hier oder so. Dass man einfach ein volles Band bekommt. Weil es ist ja schon... Ja, es läuft hart am Limit, ne? Drücken wir es mal so aus. Hier können wir vielleicht nochmal einen reinmachen. Auf jeden Fall haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal mehr als vorher, weil vorher lief es ja hier fast gar nicht. Also ich bin wirklich der Meinung, dass wir die unteren 1, 2, 3, 3 vielleicht, bedeutet 2, 4, 6, 8 orangene Module reinmachen. Ja, dann hat jemand geschrieben, die Atombombe. Das will ich jetzt einmal nachgucken. Wo ist sie denn? Habe ich die vorher gar nicht gesehen. Ansatzkonvention, exklusiv Uran, Panzergranate, Atombombe. Oh. Explosionsrakete. Okay. Das machen wir natürlich auch noch, ja? Auf jeden Fall werden wir das auch noch machen. So, jetzt, was wollte ich jetzt? Achso, die orangenen Module benötigen wir. Da hätte ich dann gerne mal so Hälfte. La, 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 la. So, wir haben gesagt, wir nehmen die beiden raus und machen den da rein, weil wir erreichen ja hierdurch trotzdem Energieverbrauch plus 80%, Geschwindigkeit minus 15%, aber Produktivität plus 10%, weil wir ja immer hier diesen anderen da haben, ne? Und dadurch kriegen wir hier vielleicht etwas mehr. Wir machen 4 Stück und dann ist aber gut. Also, so, jetzt beobachten wir das. Ich denke, dass das wirklich was bringen wird, dass es jetzt hier etwas voller läuft. Weil ich hätte schon gerne, dass das wirklich sinnvoll ist. Hier drüben haben wir es auf jeden Fall geschafft. Das Problem, was wir haben werden, was ich nämlich gar nicht mit berücksichtigt habe, ist ja, wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt hier. Also das bedeutet, dass wir ja hier, wenn dieses hier gehende Leere ist, dann haben wir ein Problem. So, eigentlich ist das, was wir hier anliefern, hier, reicht ja gar nicht. Ja. Ist auch nicht sehr toll, ne? Wir nehmen sowieso nur von diesem, von dieser Seite. Aber das kann man sich dann ja später auch nochmal überlegen. Also ich sollte mich jetzt wirklich... Ich auffüllen tut es sich aber nicht, ne? Aber es reicht. Also ich bin der Meinung, wir nehmen hier nochmal die 3 raus, machen die da nochmal rein. So. Und dann ist jetzt aber auch gut. Ne? Hier füllt es sich sowieso gerade wie am Fließband pur. Hier ist auf jeden Fall alles ziemlich voll. Das erfreut mich, dass es hier sehr, sehr voll ist. Das finde ich mega gut. Jetzt sollten wir ja auch Petroleum wieder voll bekommen. Wenn Petroleum nämlich voll läuft, dann wird Gelb natürlich auch eine ganze Ecke mehr. Und dann können wir die auch wieder anmachen. Oder ich habe schon überlegt, Gelb gar nicht mehr zu benutzen, sondern Petroleum zu benutzen. Um Brennstoff, Festbrennstoffe herzustellen. Das geht nämlich auch. Ne? Also da muss man dann mal so ein bisschen ausprobieren, würde ich sagen. Wie es dann wirklich läuft. Ich hoffe, dass der mal jetzt meine Rakete fertig macht, weil ich würde gerne die Rakete noch starten, bevor wir nach oben gehen, Leute. 98%. Und was hapert es denn hier? Festbrennstoffe. Ja, weil wir natürlich auch verdammt wenig Festbrennstoffe herstellen, ne? Hier unten ist auch ziemlich ruhig geworden, ne?
Also hier ist es wirklich sehr, sehr ruhig geworden. Aber der andere Zug wartet nicht mal. Wo bleibt der denn? Der lädt noch. Und ich mach mich noch voll. Okay, mein Sohn. Ja. Also unsere Hauptaufgabe war ja hier hinten hier komplett durch. Hier hoch. Dann hier. Es wäre ja eigentlich dieses ganze Gebiet, aber das schaffen wir nicht. Also das werde ich, glaube ich, nicht schaffen, weil wir wollten ja hier diese ganzen Vorkommen haben. Ja. Aber ob ich das jemals so hinbekomme. So, jetzt wartet er auf den da. Der ist wieder weg und jetzt kommt er. Schnuff, 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 die Eisenbahn. Wer will mit einer... Wo bin ich? Oh, ich bin fast vor den Zug gelaufen. Oh, ich habe Glück gehabt, die. So, rot sieht auch wieder richtig gut aus, ne? Guckt euch das mal an hier. Volle Pulle. Alles voll, Leute. Ja, mir wird schlecht. Hier, blau, richtig gut. Voll. 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 Ja, ich bin voll, Junge. Und da nicht. Das ist mega gut. Ohne Flachs, Leute. Eigentlich könnte man hier hauen hier mal so richtig rein. Wenigstens die Seite effektiv schnell arbeiten lassen. Das bedeutet, wir kriegen hier mehr Eisen. Weil hier wird wirklich so abgegriffen, das ist der Wahnsinn, wo ich das immer noch nicht verstanden habe, warum wir hier das ganze Eisen durchhauen. Hier sind die Grünen. Hier unten ist das Eisen. Welcher Weg ist wirklich kürzer, ne? Welcher Weg ist wirklich kürzer? Also normalerweise müsste man beigehen und die Grünproduktion eigentlich hier hinsetzen. Weil dann würde nur von dieser Maschine hier Eisen produziert werden. Weil die nehmen nur von hier Eisen, wenn Not an Mann hier oben ist. Sonst gar nicht. Und es läuft sowieso nur diese Maschine konstant. Jetzt hat er wieder irgendwelche Materialprobleme gerade gehabt. Jetzt läuft sie wieder wie am Schnürchen. Da haben wir auf 200 gestellt. Hier steht auch auf 200. Hier werden wir mal erhöhen auf... Ja, machen wir mal wirklich 400. Die läuft nämlich gar nicht. Es läuft wirklich nur die. Ja, jetzt haben wir einfach mal gesagt, hey, macht mal mehr. Und jetzt haben wir nämlich hier auch 200 im Überfluss. Und da auch. Jetzt kann diese hier nämlich wirklich mal richtig durchziehen. Aber richtig. Ja, das ist Wahnsinn, was der raushaut. Guck, jetzt ist er voll gelaufen sogar. What the fuck? Ja, jetzt haben wir es geschafft, dass er sogar voll läuft. Ja. Und hier haben wir genau das gleiche. Also, wir haben es wirklich geschafft, dass die voll läuft. Also so, dass wir das Problem da schon mal beseitigt haben. Ja, hier kann es nicht so eine hohe Geschwindigkeit erreichen. Oh, Rakete ist jetzt endlich fertig. Jetzt kann ich mich hier dann gleich auch verpieseln. Start. Starten Sie Ihre Motoren, Herr Glabur. Das hier wird nämlich so unser nächstes Problem nämlich werden, dass wir keine Steine mehr haben. Ohne Steine keine Betonboden oder geschweige irgendwas anderes. So, da haben wir nämlich jetzt endlich auch mal wieder ein bisschen Forschung. Und jetzt werde ich das mal richtig beobachten. Wir haben jetzt hier die ganze Zeit fleißig laufen gelassen. Wir haben jetzt sage und schreibe einen Stromverbrauch von 240...
Nehmen wir mal 240 Jägerwaffen. Jetzt würde mich das gerne interessieren. Jetzt springen nämlich die ganzen Labore an. Das Stromverbrauch geht nach unten. Ja, okay. Na gut, 1 Megawatt, ne? Die Labore. Aber dadurch, dass das jetzt läuft, fangen natürlich jetzt hier gleich auch die ganzen Maschinen auch wieder an zu arbeiten. Und man sieht, wir pendeln uns jetzt schon wieder bei 240 Megawatt ein, weil natürlich jetzt hier auch die ganzen Roboter-Hangar, Greifarme etc. bla bla, 260 Megawatt. Ja, leck mich fett. Also das muss man jetzt ganz ehrlich sagen, dass man das doch schon merkt, ne? Weil diese hier lief ja vorher nicht. Die waren ja aus, genauso wie diese hier auch. Jetzt laufen hier sogar schon 2. Weil wir hier ja auch überall Geschwindigkeitsmodule drin haben. Und genauso wie da auch. Also die hauen ja, wenn sie was raushauen, dann hauen sie ja richtig raus. Ja, also man muss ganz klar sagen, das merkt man doch noch. Gut, ich hätte gedacht, man würde es vielleicht schon gar nicht mehr so merken, was da passiert. So. Wollen wir mal zu unserem... Ja. Wartet mal. Hier sieht es auch nicht mehr so prickelnd aus. Hier unten geht es ganz schön leer. Och, Mutti. Ich muss euch das ganz ehrlich sagen, mir geht es so langsam. Gehen mir überall die Ressourcen aus. Das ist nicht schön, das ist nicht schön. Dieses Spiel nimmt einfach kein Ende, weil du irgendwie doch immer wieder was machen musst. Eieiei. Da haut da jetzt schon so ein bisschen wieder was drauf. Was ich zum Beispiel geil finde, dass wir da oben wirklich eine Produktion gebaut haben, dass wir da oben auch die Kupferbänder holen. Kupferdraht und Kupferplatten. Das finde ich zum Beispiel ziemlich nice. Weil das ja am Anfang überhaupt gar nicht so geplant war, ne? Weil hier gibt es halt einen riesen Vorkommen. Warum soll man das nicht wirklich komplett ausschöpfen, ne? Man sieht ja, es reicht vollkommen aus. Da könnte man jetzt beigehen, den hier teilen. Könnte man eigentlich bauen, oder? Den hier wegnehme. Reifen. Kommt er schon wieder? Ja gut. Er hat ja Donnerwetter richtig viel genommen. Ich würde sagen, wir teilen den mal hier. Sag nicht, ich habe keine Greif... Kein Auto. Doch, 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 haben wir. So. Dann machen wir nämlich genau das gleiche. Wie da auch. Greifarme. Blub, blub, blub. Strom! Wir brauchen Strom. Sehr schön. Das finde ich gar nicht so schlecht. Da haben wir da jetzt auch 3. Sollte ganz gut funktionieren. So. Bisschen optimiert, ne? Hat sich das denn gemacht? Warum auch immer. Gut. Jetzt geht's weiter. Hier unten ist nämlich auch zwischendurch schon immer so ein bisschen Action, ne? Sieht. Da kommen schon wieder die nächsten Viecher. Ach.
Zack. Schon ist das System miteinander verbunden. Den stellen wir hier hin. Blub. Falls wir Steine brauchen, kann er sich da was holen. So, jetzt haben wir schon mal Roboter-Hangars. What the fuck, was ist hier los? Alle keinen Strom? Was? Ja, Kevin, da hast du aber wieder so schlau die Dinger hingesetzt, ne? Dafür kriegst du sogar schon wieder Freibier ausgeschenkt. Land der Vollidioten hier. So. Das haben wir gemacht. Das haben wir auch richtig gemacht. So, Mauern. Blub. What's that? Jetzt gehen die Roboter schon wieder kaputt. Roter Bauplan. Zack. Zack. Ja, jetzt habe ich die Mauer mit abgerissen, ich weiß. Blöd, Mann. So, Lasergeschütztürme. Blub. Flammenwerfer platzieren. Mit dem Flammenwerfer finde ich einfach so genial. Und das muss ich bei Factorio wirklich sagen. Man denkt am Anfang, ja, das kann alles nicht so richtig funktionieren. Und man merkt dann erstmal, oh doch, man kann wirklich alles benutzen. Und es hat auch alles wirklich seinen Sinn in dem Spiel. Ja. Ist schon ziemlich cool. So, jetzt wollen wir mal hier auf eine Karte. Dann, nee, ich brauche erstmal. So, zack. Ich sage erstmal wieder vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss.